Moin Leute, heute gibt es mal so ein paar Einblicke in die Firma Konterholz, denn das, was ihr seht, was ich normalerweise den ganzen Tag mache, ist keine normale Arbeit. Die normale Arbeit fällt jeden Tag an und da werde ich euch heute mal so ein paar Ausschnitte zeigen, damit ihr vielleicht nachvollziehen könnt, was halt eben so das Geschäft von der Firma Konterholz ist. Denn damit die Geschäfte laufen, muss man immer weitermachen und immer so ein paar Ideen irgendwie ausarbeiten, bereithalten und da geht es heute so ein bisschen drum. Tatsächlich ballere ich mir den ganzen Tag die Kopfhörer in die Ohren. Der Vorteil ist halt eben, ich kann ein bisschen Musik hören. Phasenweise höre ich hier Podcasts, um irgendwie mich in irgendwas ein bisschen schlauer zu machen. Tatsächlich habe ich es auch manchmal nur an, nur als Gehörschutz, weil die machen die Ohren ganz schön gut zu. Das heißt, es ist ganz leise, wenn ich zum Beispiel was an der Kreissäge schneide. Und danach ging es zuallererst mal in das Büro, denn ich musste ein paar Pakete verpacken. Das Konterholz Holz, finde ich. Vielleicht kennt es ein paar von euch. Ich verkaufe das auch über Amazon. So sieht es übrigens aus, wie das funktioniert, damit sowas auf Amazon halt eben gelistet sein kann. Für alles, was mittlerweile im Online-Shop außer der Reihe rein oder raus geht, haben wir ja mittlerweile solche blauen Karten. Da notiere ich jetzt einmal die Artikelnummer, damit dann im Büro quasi nachbestellt werden kann. Ich schnappe mir die einzelnen Produkte, ich packe die vor. Natürlich könnte man die auch so zu Amazon schicken. Da will ich jetzt nicht zu ins Detail gehen. Ich packe sie einfach vor, damit die dann so von Amazon verschickt werden können. Dann hat man nämlich auf Amazon das Prime Badge, weil das Ganze halt eben von Amazon FBA Fulfillment bei Amazon zu euch nach Hause geschickt werden kann. Bedeutet, da verkaufe ich das. Ich packe das also einmal vor und schicke eine größere Menge zu Amazon. Ihr müsst nämlich immer wissen, nicht alles, was ich hier drin baue, ist geeignet für ein YouTube-Video. Und da seht ihr auch hier schon ein gutes Beispiel. Hier seht ihr diesen blauen Kasten, ein richtig cooles Teil. Das ist im Prinzip einfach eine große Kiste, wo ich diese Packschnipsel reinmache. Dann kann ich einfach das Loch unten aufmachen, die Packschnipsel fallen raus. Ich kann das in diese kleine Kunststoffkiste packen und kann dann halt eben so jede einzelne Kiste ganz entspannt mit Packchips befüllen. Super geiles System. Wenn jemand von euch Versandhandel hat, schaut es euch gerne ab. Funktioniert wirklich gut und schnell vor allen Dingen. Gerade wenn ich eine größere Menge von dem gleichen Produkt verpacke, dann stelle ich mir alles so, damit es halt auch eben viel Sinn macht. Das heißt, entsprechende Aufkleber zu den Aufklebern. Eine Visitenkarte kommt übrigens auch immer rein, werde ich gleich was dazu sagen. Die Gummibärchen kommen daneben und bei dem Konterholz Holzfinish gibt es immer noch einen kleinen Lappen dazu, damit, wenn das Ganze bei euch zu Hause ankommt, ihr es direkt ausprobieren könnt, ohne irgendwie einen Lappen oder Papier suchen zu müssen. Ich habe schon gesagt, da kommt zu jeder Bestellung eine Visitenkarte rein. Da seht ihr, wo die Firma steht und ihr seht die kompletten Kontaktadresse und natürlich auch die Telefonnummer. Der Gedanke war nämlich immer, falls irgendwas nicht stimmt, habt ihr eine schnellstmögliche Lösung, dass ihr halt eben mich kontaktieren könnt per E-Mail oder halt auch eben für diejenigen, die es mögen, per Telefon. Bis dato ist da nie viel bei rumgekommen. Ich hoffe mal, dass die Pakete dann bis dato alle immer unbeschädigt angekommen sind. Aber was halt eben so die Retourenquote oder so die Problemquote angeht, sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt. Vielleicht hat man es gerade so ein bisschen gehört. Es ist ja im Moment ultra heiß tatsächlich in ganz Deutschland gefühlt, speziell im Saarland. Die Vögelchen zwitschern. Ich habe das Tor offen und ich kann den Vögeln zuhören, obwohl ich meine Kopfhörer im Kopf drin habe. Das heißt, ich höre sie eigentlich nicht. Boah, bin ich so blöd. Hier seht ihr übrigens auch mal, welche Mengen an Gummibärchen anfallen. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die alle futter. Zum Glück, oder könnte man meinen, aber ist nicht so der Fall. aber zu jeder Bestellung kommen natürlich dann auch noch Gummibärchen dazu. So auch bei den Amazon-vorverpackten Bestellungen. Wenn die einmal in dem kleinen Behälter leer sind, da kann man sie besser rausholen. Dann gehe ich einfach ins Lager, hole neue Gummibärchen und dann kommen die halt eben wieder vorne an den Packtisch, damit man die ganz einfach greifen kann und alles packen kann. Wenn ich die alle vorgepackt habe, kommen die in einen großen Karton. Dann geht es wieder ins Büro, da muss ich mal wieder ein Label ausdrucken und dann kann das Ganze halt eben beklebt werden und dann wird das von DHL abgeholt. Da kommt jeden Tag mittlerweile der DHL. An manchen Ausnahmetagen ist auch mal keine Bestellung, da kommt dann DHL natürlich nicht. Aber wann immer eine Bestellung ist, kommt am nächsten Tag spätestens DHL, wenn sie nicht am gleichen Tag noch verpackt werden. Und dann wird es halt eben abgeholt. An dem Tag ist DHL gekommen, der liebe Najib, richtig geiler DHL-Fahrer, super, super kompetenter Typ. Der hat die abgeholt und dann gingen die halt eben Richtung Karlsbrunn, irgendwo an so ein Amazon-Verteilerlager, wo die es dann halt eben auch nochmal auf Amazon-Lager verschicken, wo dann alles, was dann anfällt, über Amazon abgewickelt wird, bedeutet der Versand und tatsächlich auch so Retouren bzw. irgendwelche Kundenproblemchen, falls irgendwie der Amazon-Bote das Ding gegen die Wand ballert und das Paket kaputt ist, dann kontaktieren die auch Amazon, ist ganz geil, weil das Kundenzeugs fällt halt bei Amazon an. Aber Amazon mache ich mittlerweile nicht mehr hauptsächlich. Ich kann es ja euch mal sagen, irgendwie geht das, finde ich, die letzten zwei Wochen auf Amazon sehr, sehr gut. Davor nicht so gut,
Da ist so einmal am Tag, zweimal am Tag eine Bestellung. Aber im Moment sind es relativ viele Bestellungen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, warum. Ich freue mich einfach. Aber das ist das Schöne, ich habe mir ganz viel hintenrum mittlerweile aufgebaut, dass ich eben nicht von Amazon abhängig bin. Weil vielleicht finden es noch die ein oder anderen. Ich war mal bei so einem Hijacking-Fall, das bedeutet, chinesische Anbieter haben über mein Listing angeboten. Das hat auch ein paar tausend Euro tatsächlich Anwaltskosten gekostet. Die Anwältin war ganz schlecht, die hat mich gar nichts hinbekommen. Ich habe es am Schluss doch selbst hinbekommen, aber da waren knapp 2000 Euro dann halt eben für die Tonne. Eine Sache von vielen ist bereits erledigt. Als nächstes werde ich mal was ausprobieren und dann nehme ich euch auch dieses Mal mit, weil heute zeige ich euch mal alles, was ich so hinter der Kamera normalerweise mache. Erst vor kurzem haben wir im Newsletter hier diese Zippo-Rohlinge und die Kandeln angeboten. Das ging dann ganz gut, weil sie halt eben vom Preis auch sehr, sehr gut waren. Deswegen schaut gerne mal vorbei. Die sind jetzt langfristig erstmal günstig. Schaut also deswegen einfach mal in der Videobeschreibung vorbei, falls ihr drechselt. Und ich möchte so mein komplettes Holzkonzept ein bisschen so gestalten, dass ich Hölzer habe, die sich immer drehen. Bedeutet, ich habe Hölzer, die ich selbst verarbeite für Stirnholzschneidebretter. Und wenn ich halt eben zu viel habe, kann ich zuschneiden für einen Online-Shop. Und deswegen werden wir jetzt mal eine relativ spezielle Holzsorte ausprobieren. Ich probiere alles immer als erstes aus, bevor es in den Verkauf geht. Deswegen werden wir jetzt mal gestockte Buche mit feinen Haarrissen ein bisschen vorbereiten, damit man auch später Produktbilder machen kann. Da nehme ich euch jetzt mal mit. Ja, ich wollte mal wieder was drechseln. In dem Fall war es ein Tester für einen Online-Shop, habe ich ja gerade schon gesagt. Das ist gestockte Buche. Ihr habt bestimmt schon gesehen in den vergangenen Projekten, dass ich da recht viel mit gebaut habe. Natürlich musste der Rohling erstmal rund geschnitten werden. Danach habe ich die Drechseleisen geschärft. Ich habe übrigens das Schärfsystem so ein bisschen umgemodelt für die Kurse, weil die fortgeschrittenen Kurse, da war jetzt der erste Kurs. Und da habe ich das Schärfsystem so ein bisschen angepasst, damit man einfacher verschiedene Werkzeuge auch als Teilnehmer schärfen kann. Funktioniert relativ gut. Erfährt ihr aber den Drechselkurs mehr dazu. Also falls ihr Interesse an einem Drechselkurs habt, schaut in die Videobeschreibung. Generell, ich verlinke mal irgendwie ganz viel, was ich hier heute benutzt habe, weil ich benutze in dem normalen Alltagsgeschäft tatsächlich relativ viele Eigenmarken von Konterholz und andere Produkte, die auch im Onlineshop drin sind. Also bin ich ein bisschen stolz drauf. Ihr seht ja auch nochmal so ein bisschen, wie es aussieht, wenn ich selbst eine Schale drechsel, ohne dass ich es hier jemandem zeigen muss. Geht ratzfatz mittlerweile. Genau diese Arbeitsgänge. Ich habe eben erst eine Schale vom Drechselkurs nochmal weggeräumt. Ich glaube, das sind mittlerweile bald 40 Schalen in dieser Schublade. Richtig cool. Funktioniert deswegen wirklich wie aus dem FF. Schruppen, Rezess, rund, schleifen, Innenseite schon. Die Innenseite kommt dann schon. Guter Deutsch. Das Gebläse benutze ich an dieser Stelle übrigens, weil da natürlich ein paar Risse drin sind, denn das ist gestockte Buche, bedeutet, das ist ein bisschen schadhaft, das Holz. Deswegen sind da ein paar Risse drin. Es ist jetzt nicht schlimm in dem Sinne. Ich tue mich da aber ein bisschen schwer, weil ich in den Kursen immer sage, ihr müsst auf Haarrisse achten. Deswegen habe ich dann noch so ein bisschen Bauchweh bei dem Produkt dazu. Ich glaube, ich werde es auch nicht in den Onlineshop reinnehmen, weil ich es halt eben in den Anfängerkursen immer sage, man kann Haarrisse mit drechseln, habt ihr ja gerade gesehen. Aber wenn es ein Anfänger kauft und aber einen Kurs bei mir gemacht hat, dann ist es halt ein bisschen fragwürdig. So sehe ich es halt derzeit. Aber deswegen habe ich das Gebläse benutzt, damit diese Haarrisse freigeblasen werden, damit da das Öl auch besser einziehen kann. Und wir nicht den Schleifstaub ölig verpanscht da in den Ritzen drin haben. Gestern ist tatsächlich auch nicht mehr so viel passiert. Ich war mein Auto noch in die Werkstatt bringen. Und danach war auch tatsächlich so ein bisschen die Luft raus, weil hier drin war noch irgendwie 26 Grad und irgendwie war gestern so ein Montagstag. Wisst ihr, was ich meine? Das hat auch einen Grund. Wenn ich etwas baue, ist es ja normalerweise ein etwas aufwendigeres Projekt und ich habe da ein Projekt, da habe ich unfassbar viel Lust drauf, weil es halt auch eben sehr viel Ordnung bringen wird. Und zwar ist es das Kragarmregal für mein ganzes Massivholz. Ich zeige es euch. Hier liegt ein Teil an Massivholz. Das ist das Massivholz für die Stirnholzschneidebretter. Das bleibt immer in der Werkstatt. Da kommt das Kragarmregal ja hin und hier liegt halt eben auch noch jede Menge Massivholz. Hier liegt auch schon das ganze Material für diesen Hinterstand, für dieses Kragarmregal. Das wird auch echt geil, denn dieses ganze Plattenmaterial kann dann hinter dem Massivholz gelagert werden. Das Ding ist, diese Woche war relativ kurz. Am Montag war ich tatsächlich mal im Urlaub. Ich war auf dem Southside, vielleicht waren ein paar Leute von euch ja auch da. Am Dienstag habe ich noch mit einem Kollegen eine Urne gedrechselt. Am Mittwoch war ein Kamerateam da, da haben wir für außerhalb was gedreht.
Gestern war der Donnerstag und heute ist der Freitag und heute haben wir noch ein paar Termine. Das bedeutet, heute der Tag wird auch wieder nicht so lange sein, weswegen ich auch einfach mal gestehen muss, dass das Projekt diese Woche nicht realisierbar war. Und morgen am Samstag ist nochmal ein Drechselkurs, da freue ich mich natürlich schon drauf. Für die Leute, die noch Lust auf einen Drechselkurs haben, nächste Woche Samstag ist genau noch ein Platz frei. Schaut gerne mal in der Videobeschreibung nach. Ich war aber trotzdem nicht faul. Ich habe den lieben Andreas kennengelernt, der macht richtig geilen 3D-Druck. Und da bin ich mich im Moment mit ihm am Kurzschließen, dass halt eben 3D-gedruckte Teile im Online-Shop bald drin sein werden. Ich weiß, das sprengt so ein bisschen das Sortiment, aber es passt bald zum Projekt. Und dann habt ihr das halt eben auch im kompletten Sortiment, damit das halt eben vom Online-Shop auch ausgebaut wird. Deswegen, das kommt bald. Aber es gibt noch was. Das war nämlich auch noch so ein bisschen Planungszeug. Und zwar seht ihr hier meine Formatkreissäge, da ist keine Sparhaube drauf, das ist ultra kacke, ich weiß es. Ich bin der Einzige, der es benutzt. Und deswegen kommt da wohl auch bald was richtig Geiles. Das gibt es so noch nicht. Vor allen Dingen für diesen Preis, dass man sich eine geile Sparhaube selber bauen kann. Das hat auch noch mal eine Stunde Telefonat gekostet. Und bald bekomme ich da auch die ersten Entwürfe. Da freue ich mich schon richtig drauf und auch auf die Zusammenarbeit, dass die halt eben hoffentlich gut funktioniert. Ich denke, das ist auch so ein Grund, warum ich Verfechter von hier diesem geilen Maschinenpark bin. Einfach, dass wenn ich etwas baue, ich das möglichst schnell bauen kann und ich halt eben nicht so viel rumfummeln muss, irgendwie mit einem normalen Bandschleifer etwas zu schleifen, und sondern stattdessen hinten zum Beispiel einen Langbandschleifer benutze. Deswegen ist dieser Maschinenpark so entstanden, weil ich nicht nur YouTube mache, das Ganze drumherum, was halt eben möglicherweise langfristig auch das Ganze finanzieren tut, dass das halt eben auch mitwächst. Das bedeutet, wenn ich hier etwas baue, will ich das möglichst effizient bauen, so dass es mir auch Freude bereitet. Das macht mir nämlich Freude immer noch in meinem Beruf. Und, aber das Ganze drumherum, ihr seht es vielleicht in dem kurzen Ausschnitt, das sind jetzt nur 2 Tage, das frisst auch ultimativ viel Zeit. Ist manchmal ganz schön brutal. Nichtsdestotrotz seht auch, denke ich mal, wie viel tatsächlich Büroarbeit ist. Natürlich kann man jetzt sagen, Philipp, deine Abläufe sind total unstrukturiert, dass wenn man 2-mal an den Computer geht, um Label auszudrucken. Das war jetzt in dem Fall so, weil die Bestände sich doch ein bisschen anders geändert haben und ich mal nicht sicher war, wie viel wir haben. Okay, aber ansonsten bin ich morgens am PC eine Stunde, 2, 3 und dann geht es halt eben in die Werkstatt und dann halt eben immer nach Bedarf. Was halt eben anfällt, denn der Steuerberater will natürlich auch manchmal bedient werden und da meine ich jetzt nicht diese Vorbuchhaltung, das mache ich nämlich nicht einmal mehr. Das heißt, da wird mir zum Glück auch schon ein bisschen Arbeit abgenommen. Aber es ist einfach ultimativ viel Zeug. Ich will hier nicht jammern, ich will euch einfach zeigen, wie es halt eben so ist. Jede Woche, Tag für Tag, von morgens bis abends. Weil ich sonst aber den Kollaps bekomme, wenn ich hier diesen ganzen geilen Maschinenpark so wenig benutze, werden wir jetzt wohl doch noch was bauen. Das ist eine Sache, die ist eigentlich schon seitdem ich hier bin ein bisschen kacke. Ich schaue mal, ob ich genug Material habe. Ich habe genug Material. 1, 2, 3, 4. Ja, nur um 10:30 Termin. Das wird knapp. Easy peasy, Plan ist fertig. Es geht eigentlich um den Zuschnitt. So sieht sowas nämlich dann aus. Der Vorteil ist halt eben, dass ich weiß, ich kann hier gerade durchschneiden, ablängen, ablängen, teilen, ablängen, ablängen und dann geht es halt eben einfach und schnell mit wenig Verschnitten. Dann hat man immer noch eher halbe Platten als solche kleinen Stücke als Reste. Das heißt, MDF nehmen und zuschneiden. Wenn euch das Thema MDF ein bisschen interessiert und wie man daraus halt eben Möbel für die Werkstatt bauen kann, dann verlinke ich euch oben rechts mal ein Video. Das war nämlich das Thema von dem vergangenen Video. Da habe ich irgendwie 4 solcher Platten oder 5 zu einem Unterschrank gebaut. Schaut wie gesagt gern vorbei, war super günstig. Ich gebe euch eine Kostenaufstellung. War ein schönes Projekt, hält bis jetzt super, super gut. Also gab es gar keine Probleme. Sieht schick aus. Ich habe noch ein paar Schubladen frei. Richtig geil. Und deswegen werde ich, denke ich, auch in Zukunft sehr, sehr viel aus MDF für die Werkstatt bauen, weil es günstig, aber halt auch eben gut ist. Und ich finde es auch tatsächlich recht schön. Ich habe hier gerade was gefräst. Das sind die Griffmulden. Meine Stichsäge hatte mich im Wackelkontakt, deswegen habe ich diese Griffmulden gerade einfach mit dem Anschlag gefräst. Funktioniert auch gut, eine kleine Phase dran, ein bisschen verschliffen. Das ist ein sehr, sehr guter Griff. Ich baue hier übrigens auch gerade 2 von diesen Rollcontainern. Also nicht wundern, wenn ihr gleich 2 seht. Das sind 2 verschiedene und nicht nur einer. Ihr habt ja gerade auch nochmal gesehen, hinter der Formatkreissäge liegen immer ganz, ganz viele Holzstreifen. Das sammelt sich da immer an, weil wenn ich viel zuschneide, ist es mir wichtig, dass ich alles vom Tisch runterschmeiße. Einfach, dass ich halt eben ohne eine Gefahr, die entstehen könnte, weil Holz ans Sägeblatt kommt, schneiden kann. Ich muss halt alles nochmal in die Hände nehmen und diesen Kasten habe ich jetzt so gebaut, dass er
immer so steht, dass ich Kleinteile direkt reinschieben kann, das seht ihr hier, und einmal so, dass wenn ich lange Streifen schneide, ich den neben den Formatschlitten stelle, damit halt eben lange Streifen direkt dort reinfallen. Deswegen ist die Kiste auch so ein bisschen länglich. Die zweite Kiste, die ich gebaut habe, ist für die Pendelsäge. Da war nämlich auch immer Not am Mann. Da hat eine Kiste gefehlt, wo ich diese großen Abschnitte reinwerfen kann. Schön ist an der Pendelsäge, kann man das alles neben den Auflagern für das Holz. Da kann man es einfach direkt durchwerfen. Dann hat man Ordnung. Der Big Pack steht nämlich dort hinter der Türe. Dort kann ich dann die Holzabfälle reinmachen. Dann kann man das alles so zusammenfahren. Der Titel von diesem Video lautet ja so ein bisschen, wie laufen die Geschäfte? Die Geschäfte laufen tatsächlich durch ein paar Änderungen in der Firma im Moment recht konstant, wie die ganze Zeit. Bin ich sehr, sehr glücklich, weil man muss dazu sagen, im Sommer ist immer sehr, sehr wenig. Im Sommer ist man nicht so viel in der Werkstatt. Verständlicherweise, es gibt das besagte, das berühmte Sommerloch für alle Online-Händler und die Einzelhändler. Außer wenn man in einer speziellen Nische unterwegs ist, geht da nicht so viel, weil man halt auch eben mal im Urlaub ist. Normalerweise habe ich immer so 3 Monate im Jahr, wo wirklich so gut wie gar kein Umsatz ist. Das tut auch richtig weh, da muss ich immer sehr viel sparen, damit ich die Zeit gut überbrücken kann. Mittlerweile macht mich das auch nicht mehr so mental fertig, weil es ist ganz schön übel, wenn man nur Ausgaben über 3 Monate hat und halt eben nicht wirklich Einnahmen. Im Moment geht es tatsächlich, weil ich halt auch eben ein bisschen was an der Firma gemacht habe, dass die Fixkosten sinken, die Marketingausgaben sind fast komplett weggefallen und deswegen laufen die Geschäfte im Moment okay. Natürlich kann es immer besser sein, aber ich sag mal, wenn es so jetzt weiterläuft, wäre ich sehr, sehr zufrieden. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mal ein bisschen Feedback in die Kommentare, war mal was anderes. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Sonntag und schönes Wetter. Ne? Tschüssi.